Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Kamechnik Simulator 2018. Jetzt sehen wir wieder. Ja, hier, wir haben jetzt viel Arbeit rumstehen, die wir uns gemacht haben, aber wie gesagt, die Kundenaufträge gehen eigentlich immer vor, deswegen immer mal wieder ins Telefon reingucken. Geldprämie, das interessiert mich nicht, die schmeiße ich jetzt mal weg. Ich nehme nur die Erfahrungsaufträge mit an. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, wir haben einen neuen Rang bekommen, aber der nützt uns nicht viel, weil. Ja, weil wir nichts mehr verbessern können gerade. Hier, das ist noch nicht aufgeschalten. Wir brauchen noch zwei Level, dann können wir hier wieder was machen. Parkplatzverwaltung brauche ich nicht. Rennen brauche ich eigentlich auch nicht. Was ist denn das hier? Pfand zum Schrottplatz, zum Aktionshaus scheinen wir nur 50% günstiger. Aha. Ja, das kann ich auch sowieso absetzen, oder? Rabatt in Shops, da gibt es noch 15%. Was sind das hier? Briefe, sofort 20 Teile im Inspiziermodus. Da wird es ja noch leichter. Mehr Glück beim Reparieren. Ah ja, mehr Glück. Was soll denn das? 100% ist doch das Maximum, oder? Und bei selbst bei 100% kann auch alles kaputt gehen, oder? Ah, Carbon Dioxid, das ist also ein CO2-Löscher hier. Auch ganz gut. So. Nyaba. Aufhängung. Wollen wir erst hier rumbasteln? Oder erst am Motor rumbasteln? Das ist die Frage. Wie gesagt, die Aufträge flattern hier immer wieder ins Haus rein. Ja, tschüss, tschüss. Kommt da gleich der nächste hier. Ciao. Keine Aufnahme hier mehr. Doch, eigentlich müssten wir doch da erstmal hier rummachen, oder? Zack. Das geht natürlich gar nicht. So, da brauchen wir sehr viele Gummibüchsen hier. Wobei ich da vielleicht meinem Credo abstrittig werde, dass ich sage, naja, die alten Büchsen könnten wir mal noch behalten. Ja, wobei da sind 43% nicht dabei. Nee, die kippen wir weg, ja, das kann es jetzt sein. Die will ich keinem mehr geben. So, Gummibüchsen. Ich schreibe mal auf. Gummi. Groß, ich kaufe gleich mal so eine, ja, eine große Menge, 14 Stück vielleicht mal, eine kleine Gummibüchsen, weiß ich nicht, wie viel wir da brauchen. Brauchen wir mal 10. So. Ja. Bei dem ganzen Krempel hier muss ich jetzt einfach mal gucken. Querlenker oben haben wir nicht, aber ich weiß nicht, ob wir den reparieren könnten. Warte mal, wir machen Folgendes. Wir schrauben mal das Rad ab hier. Das müssen wir übrigens auch erneuern, die Räder. Und die Felge. Felge Babylon und Racing Premium. Ich glaube, wir bleiben bei dem, weil ich habe gar nicht so viel Ahnung bei den Reifen, wie es da drauf kann. Wir haben ja auch keinen Fahrzeugschein im Prinzip, wo drin steht, was drauf kann. Und der TÜV sieht man auch nicht, dass man die Teile selber abnehmen könnte, ne? Oh. Felge Babylon und das Racing-Dings da. So. Oh. So, jetzt hat er geht's hier hinten weiter. Erstmal die ganzen Räder ab hier. Mein Reparieren kann man da eigentlich gar nichts. Wir können die mal zerlegen, die Reifen. Das können wir machen hier. Zack, da ist das Ding auch wieder mal im Einsatz, weil so bei den Kundenautos, da haben wir eigentlich nicht groß hier an den Rädern rummachen müssen bisher. Nur mal bei den Kapitalaufträgen, ne, nicht Kapital, wie heißt es wieder? Die Kampagnenaufträge, wo ich momentan ja auch gar keine habe. Ja. So, alte Reifen hier. Müsste hier eine Werkstatt eigentlich haben, ein paar rumstehen. So irgendwie neue und alte Reifen. Gut, schon da hinten liegen ein paar, aber das sind ja nicht viele. Also echt. Ja, man könnte es ja dynamisch machen, wenn man die nicht verkauft, dass da dann irgendwann so Reifenberg in der Garage sich antürmen oder so. Einfach mal so, um zu zeigen: Junge, schau mal, du hast so viel Klump rumstehen oder so. Das wäre doch lustig.
Also ich fände es irgendwie witzig. Völliger Armadillo, ich weiß nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich den jetzt abgezogen habe. So, weg mit dir. Das ist ein 205er. 40, R18. Ja, das sind 255er. 60, das sind aber ganz schön breite Reifen. Naja, also da geht der eine, ne? Dieser Armadillo, wo ich mir da gedacht habe. Gut, wir könnten nach Felgen gucken. 16 Zoll. Einpresstiefe 0. Ob wir da was finden, was Neues. Ah, wir können die Felgen reparieren. Ah, okay, na dann hat sich's eigentlich erübrigt. Ha, dann hat sich die ganze Sache ebnet ab. Den Gummi außen, den können wir leider nicht. Ja doch, wir könnten schon immer den gleichen Gummi haben. Wenn man... Warte mal. Vorne hat er eine andere Größe als hinten, oder wie? Da hat er 275er und da 255er. Okay. Das ist jetzt aber auch mal was Neues. Ich weiß aber nicht, ob die Zahl, die 275, die Größe ist. Na gut, egal. So, wir gehen mal hier raus. Reifen, ne, nicht Felgen. Wenn die Felgen halt irreparabel gewesen, hätte ich mir vielleicht schöner rausgesucht, neuere. So, wir haben hier ja sehr viele Sachen hier. Ja, ich weiß auch nicht, ob welche das taugen hier. Da sind zum Beispiel die hier, die Racing für 330, die sind eigentlich ganz gut von der Preisklasse her, mittlere Preisklasse. Die Slick Base wäre natürlich noch die teureren, aber das sind ja schon so richtige Rennreifen, Slick halt, ja, ne? So. Ach, das ist die Reifenbreite, dann hat er... Die Breite ist kleiner. Ja, dann machen wir es einfach so. Querschnitt braucht man 60er. Ja, da steigt der Preis auch an. Aber normal müsste ich doch jetzt hergehen können, auf alle Achsen hier die gleichen Breiten drauf zu machen, oder? Komm, das probieren wir aus. Ist mir jetzt egal. Da müssen wir drum furzen dann. Das probieren wir jetzt aus, ob das funktioniert. Ah, ich habe Felgen ja 20er, 18er, 24. Leute, das interessiert mich nicht. Ich möchte bitte meine alten hier haben. Und mit der Einpresstiefe, da haben wir auch noch nicht irgendwie was anders gehabt hier. Ja. Jetzt machen wir es wieder so, dass wir die gleich wieder auswuchten, während wir die zusammenbauen, ja. So. Nehmen. Wuchten, das dauert nämlich länger wie das Zusammenbauen. Nein, abziehen will ich gar nichts. Plus den hier. Das hier. So, ja. Ja, da fehlt halt, wie gesagt, noch die Bildschirmanzeige. So. Und wie sich da die Schraube immer wieder aufdreht dann, das finde ich irgendwie lustig. Dass man das nicht erst aufschraubt, wenn man den Reifen entnimmt oder so. Das ist automatisch. Ich meine, man könnte es ja wirklich so machen, dass man da so dann so ein Gewicht nehmen muss und das dann so eine Art kleines Minispiel machen muss, um den auszuwuchtenden Reifen. Das wäre auch witzig. So, den hier wuchten. Ja. Reifen aufziehen. Da hier den Gummi drauf. So, ja. So, okay. Perfekt. Nehmen und den noch wuchten hier. So. Jawohl. Dann wären die nämlich schon mal fertig hier.
Warum hier die einmal so rum eingebaut sind, einmal andersrum, das ist irgendwie witzig. Ja, der Mülleimer quillt übrigens über. Da liegt ein Gehirn drin. Ne, ist ein Lappen. Hat jetzt so ausgesehen, weil es so dunkel war. So. Gut, jetzt haben wir die Reifen fertig. Wir gucken nochmal ins Telefon rein. Moment. Ha, keiner dabei. Löschen. So, hehe. So, Bremse. Dann holen wir mal alles raus hier an der Bremse hier. Ja, das ist vielleicht der falsche Weg, was ich jetzt mache, einfach mal alles abzuschrauben, aber jetzt machen wir hier das noch gleichzeitig. Weil ich weiß nicht, ob man halt alle Teile wirklich auch reparieren kann. Na, komm. Weg. Ich meine, so eine Komplettzerlegung da, das bringt uns ja auch ein bisschen Erfahrungspunkte ein, ne? Ich glaube, die Stoßdruckdämpfer hier, die gehen sowieso nicht reparieren. So, jetzt müssen wir hier die ganzen Blattachsen. Sag ja, dieser Zoom-Modus von der Kamera, der ist sehr hinderlich oft. So, das sind sogar kleine bloß. Dann machen wir die Dinger hier, die Bügel hier weg. Die können wir reparieren, das weiß ich. Ich schreibe halt jetzt gar nichts mehr auf der Liste gerade mal. Später beim Einbauen, da wenn wir merken, oh ja, das konnte man nicht reparieren, dann können wir ja so kurz ins Tablet rein. Das lösche ich jetzt wieder hier. So. Schau doch die schön verchromten Einschaltdämpfer an hier. Den Tank, den müssen wir eigentlich auch mal. So. Ja, da muss natürlich die Kraftstoffpumpe raus, der Tank weg hier. So. Sieht man nicht oft, dass der Tank draußen ist, ne? Ja, sehr selten, dass man den reparieren muss. Da spiegelt sich auch teilweise so ein bisschen die Welt drin in den verchromten Teilen. Das ist auch ganz nett gemacht. So, ja, die Blattfeder. Warum könnte das nicht so machen, dass es so wie bei den Querlenkern gemacht wird? Einfach, dass die Buchsen rausgenommen werden. Später macht er die Blattbuchse auswählen und alle zwei Buchsen auswählen. Das wäre doch viel besser hier. So, die Starrachse weg hier. So, dann wäre das hintere mal zum Reparieren alles. So, hier haben wir schon mal. So. Ich warte aufs Knallen, dass irgendwas kaputt geht. Bis jetzt haben wir aber Dussel. Oh, Reparationsakt 99%. Seit wann denn das? Hä? Wir haben doch nicht. Wir haben nur immer 95 gehabt. Hm, egal, auch gut. 1% ist halt, ja. Wenn man das schafft, dass man 1% und das kaputt geht. So, also den Benzintank kann man scheinbar nicht reparieren. Warte mal. So, die Gummireifen hier kommen weg, die 4 Stück. Die brauchen wir ja nicht mehr. Und die Bremstrommeln kann man auch nicht reparieren. Okay. Die müssen wir mal kaufen. Ich setze mich wieder ein bisschen richtig hin. So, die Stoßdämpfer kann man auch nicht. Das müssten wir jetzt so wählen können. Rechtsklick und auf die Liste setzen. So, also Bremstrommeln. Zweimal Bremstrommeln. Ich verkaufe die alten schon mal. Hm, wo ist die andere hin? Hallo? Ah, hier. So, T. So, raus. Alles, ja. Bremsen. Zwei Trommeln bitte. Und was war es noch? Ach, die Dämpfer, Stoßdämpfer. Ich weiß jetzt gerade nicht welche. Ah, da muss ich nachgucken. I. Ja, der Tank, den muss ich auch neu kaufen. Die Büchsen kann ich alle mal wegkleppern hier. So, Zweidruck, Öldruck, okay, da ich fast richtig vermutet. Tablet.
2 drück Öldruck hinten, jawohl, zweimal und einmal Kraftstofftank. Kraft. Den hier. So. Ja, da gibt es auch keinen Unterschied. Da könnten wir dann sagen, ja, der eine hat 60 Liter, der andere hat 70 Liter oder so. Okay. Warte mal, nochmal kurz ins Telefon gucken. Gut, passt. Können wir da ausfegen hier. So, weg mit euch. Geht mal bitte woanders hin. Wir haben gerade Urlaub. Wir wollen an unserem eigenen Auto basteln. Nur erfahrungswerte Sachen kommen her. So, Kraftstofftank. Und dann müssen wir die Pumpe wieder rein basteln hier. So. Die Starrachse haben wir repariert. Im Prinzip können wir ja fast alles schon reparieren hier. Das ist ja der lustige Seil hier eigentlich jetzt. So, wir bringen das auch schon mal an. Das, die schweben dann irgendwo in der Luft gerade momentan eigentlich noch. Einfach mal hier eine Schraube durch. So, Blattfeder hier klar. Buchse rein. Ich werde aber lieber gern erstmal die festschrauben, weil irgendwie, wenn das in der Luft hängt, das finde ich eigentlich schwierig sozusagen. Das finde ich echt schwierig, wenn es in der Luft rumhängt. So, jetzt können wir hier fertig machen. Richtig neue Teile hier jetzt eigentlich, aber nur repariert eigentlich. Eigentlich, ist es so. So. Bremsbacken drauf. Dann die Trommelbremsen rein. Also die Trommel für die Bremse natürlich. Und einmal neu Rad hier. So. Und früher dachte ich immer, man müsste für jede Fäß Rad hier gucken, dass das halt auf die Achse gewuchtet wird, genau an der Stelle. Aber das ist nicht so. Man kann das Rad dann vorne oder hinten oder sonst wo drauf machen, aber man schreibt trotzdem her, immerhin, wenn man die Reifen wechselt, wo die drauf fahren, an welcher Stelle. Weil die sich ja einfahren auf die jeweilige Position, wo sie gerade drauf sind, die Reifen. Das ist eigentlich nur der Grund. Nicht wegen der Wuchtung, weil die Wuchtung ist eigentlich unabhängig von der Reifenposition, ob die jetzt vorne oder hinten angemontiert sind. Nochmal so viel dazu. So eine kleine Information dazu. Man muss das halt aus mehr in Erfahrung bringen. Weil man tut ja nur, dass das Rad eigentlich in sich auf einer Achse ruhig läuft. Normalerweise ist es so eben, wenn man es optimal auswucht, ja, dann dürfte das, wenn man es anschuckt, halt fast nicht mehr stehen bleiben. Also da haben wir aber ja diese Kräfte, die eben auf Gegenstände einwirken, wie Reibung und so, Luftreibung und sowas hier. Deswegen bleibt natürlich das schon irgendwann stehen, aber ein ungewuchteter Reifen zum Beispiel läuft nicht so lang, wenn man den anschubt mit der Hand, wie eben ein richtig ausgewuchteter. So, zack, zack. Ja, jetzt lasse ich wirklich mal wieder so ein richtiges Expertenwissen raushängen. Dabei habe ich doch keine Ahnung, Mensch. Ich verzähle doch immer bloß, was ich nur gelesen oder gehört habe oder so. Ich meine, ich kann auch nicht immer recht haben. Das ist nochmal schon mal ganz klar, ne? So, Minus. Jetzt machen wir hier weiter. Ja gut, da müssen wir mal ordentlich hier die Bremse. So, Bremsen und Achsen werden jetzt hier überholt. Das wird wahrscheinlich an der Beschreibung stehen dann. Auspuffsystem ist überholt. Da sind wir mal mit 120 dran vorbeigefahren, deswegen ist es schon überholt worden. Ja, ich finde es einfach lustig, wie oft Worte dann immer so ähnlich sind hier in unserer Sprache hier. Überholt heißt im Prinzip, naja, dass es halt alt ist, ne? Oder neu gemacht worden ist. Oder wenn ich sage, ja, die Technik ist ja schon überholt, also dann heißt es eigentlich im Prinzip alt, ne? So. Gut, ihr werdet mir dann in den Kommentaren wieder Fragen stellen und ich, wenn dann die Antwort da geben will, denke ich, hä? Was habe ich denn da gesagt im Video? Das geht mir manchmal wirklich so. Ihr schreibt irgendwas im Kommentar und dann überlege ich erstmal, was habe ich da im Video gesagt oder was habe ich da behandelt? Dann muss ich da mein eigenes Video eigentlich nochmal gucken, um zu wissen, was ich da verzapft habe für einen Quatsch oder so. Tja, ist einfach so.
So, weg hier mit dem. Gut, die Beläge kann man ja auch nicht reparieren. Das ist nicht möglich. Kann man ja nicht wieder aufgummieren oder sonst sowas. So, die Lager wahrscheinlich sind auch Verschleißteile. Die kann man auch nicht reparieren. So. Ja, ich habe schon mal Kugellager gesehen. Da sind schon fast die Kugeln rausgefallen. Also da hat sich innen drin der Kugelkäfig gelöst. Aufgelöst. Und dann sind die natürlich in der Außenschale sozusagen rumgefallen. Also wenn dann diese Wandung, dieses Blechwändler nicht gewesen wäre, wären die Kugeln rausgefallen. Ja, das war mal bei so einem Heimtrainer, wo ich mal repariert habe. Einfach mal so. Ja, Sport machen wir auch daheim. So. Dann du hier, Lenkstange noch. Die liegt hier in diesem Vorderachsträger hier drin. So, jetzt hätten wir die Vorderachse montiert, demontiert. Ja, und der Motor ist auch nicht drin, deswegen sieht es ja richtig schön aus. So. Was können wir denn reparieren oder kaputt machen? Ach so, Moment mal. Erstmal haben wir eine 95%ige Chance. Wenn das dann 79% hat, dann haben wir 99%. Ah, verstehe. Jetzt habe ich das ganze System verstanden. Also wir haben nicht von Haus aus 99. Es kommt darauf an, wie das Teil beschädigt ist. Ja, ein bisschen Farbe macht ein Teil auch nicht mehr ganz, sage ich eigentlich immer. So, ein paar Teile wurden natürlich nicht repariert. Also gehen ja nicht reparieren. Das heißt nämlich sogar Bremsbeläge. Bremsen. Da brauchen wir zwei neue Beläge. So. Und alles andere weiß ich natürlich auch nicht. Warte mal. Ja, Motor, genau. Schau, wir hätten sogar einen Vorderachsträger Typ E, Qualität 2. Wisst ihr was? Wir hauen den rein. Den anderen haben wir repariert, aber den will ich jetzt haben hier. Bessere Teile nehme ich natürlich auch gern an, aber reparieren tun wir halt mal probieren, ne? Ja, schaut, Spurstangen zum Beispiel. Kann man nicht reparieren. So, T. Spur. Vielleicht dann auch die Köpfe nicht. Das wird man gleich mal sehen. So, dazu muss aber der Aktschenkel erstmal installiert werden wieder. Jetzt gleich den Kopf. Ja, nee, die Köpfe kann ja nicht repariert werden. Also zwei Köpple. Ja, es ist echt so praktisch jetzt mit diesem kleinen Mini-Computer da, mit dem Tablet. Das Lochblech wurde repariert, okay. Wurde ausgedengelt sozusagen. Die Radnabe wurde repariert. So, Bremsscheibe. Ja, genau, die Bremsscheibe müssen wir natürlich auch neu kaufen. Mein Fehler, wir können die nicht irgendwie abschleifen. Früher wurde das alles gemacht, dass die abgedreht worden sind oder abgeschliffen nochmal. Und dann konnten wir die nochmal benutzen. So. Plupp, aber es wird ja heutzutage eigentlich kaum mehr repariert. Es wird ja nur noch ausgetauscht eigentlich. Einfach was genommen. Ja, wir haben sogar noch welche da. Aber da bauen wir jetzt die Qualitätsding bei dem einen hier rein. So, dass die Arme weg sind. Oh, und das Radlager muss man wahrscheinlich auch, ja. Sag ja, Lager sind Verschleißteile. Radl. Zweimal. So. Dann wieder den Deckel. Aha, der Deckel, der ist auch Verschleißteil. Haben wir auch eigentlich noch nie ausgetauscht. Irgendwas mit Deckel. So, irgendwo müssen wir doch stehen. Hier haben wir ein komisches Teil hier. So. Zack. Ich hätte gedacht, den kann man vielleicht irgendwie reparieren oder abschleifen oder sonst was. So, da hier. Zack. Wir machen hier jetzt ein fabrikneues Auto. So. Im Prinzip schon, oder? Weil wir ja alle Teile neu machen hier. Ah ja, der Stoßdämpfer, Moment, ja gut, den muss ich natürlich komplett überholen. Und den Stabilisator Typ B, VA Typ B. Den konnten wir auch reparieren. Stab. Vorne Typ B.
Ah, die Koppelstange kann man schon wieder. Ja, die kann man halt reparieren. Zweimal Koppelstange. Kopp. Welcher Typ? B. Jetzt hätte ich nicht A genommen, dann wäre es falsch gewesen. Ist nicht meistens so. Wobei doch A auch geht, oder? So, jetzt können wir hier aus Radl wieder ran drehen. Jawohl. Also ich bin wirklich dann mal auf die Werte gespannt, wie sie sich dann ändern, wenn wir das Auto wieder fertig haben. So, die Buchsen können wieder rein hier. So, immer mit der Schraube fixiert. So, den Stoß, den wir, wie gesagt, müssen wir erst auseinanderbauen. Machen wir hier weiter. Achsschenkel. Spurstange. Das untere Teil kann man auch schon mal hinmachen hier wieder. Ja. Man hat schon wieder ein bisschen Stabilität. Die Stange hier. So, der Kopf. Hier sieht man es halt mal, dass er von unten verschraubt wird, sonst wird er mal von oben nach unten. So, ja. Denn hier das Blech. Radnabe rein. Schöne drei Schräublein hier. Dann die innenbelüftete Scheibe neu. Macht auch mal Spaß hier, so ein Auto halt komplett zu zerlegen. Und dann wieder zusammenbasteln, ne? So, ja. Düdelüt. Ratten am Deckel. Und den Reifen drauf. Babylon. So, und jetzt Sattle. Kommen noch die Büchsle hier innen rein. Ja, und dann geht es endlich an den Motor dann in der nächsten Folge ran. So, mal schauen, ob wir den Motor auch in einer Folge schaffen. So, jetzt erstmal, was sind das für Stoßdämpfer? Ich gucke mal ins Inventar wieder rein. So, erstmal. Ja. Da können wir die Teile eigentlich verkaufen. Die haben 50%, machen wir mal. 52, ja. Die kommen auch weg, die kleinen da hier, die brauchen wir nicht mehr, die will ich kein mehr einbauen, das auch nicht. Verschleißteile. Verschleißteile, Verschleißteile, Verschleißteile. Verschleißteile. Und noch ein Verschleißteil. So, hier auch. So, die Stoßdämpfer, die zusammengebauten sind, immer ganz oben. Welche sind es? Querlenker. Querlenker? Stoßdämpfer, Querlenker? Aha. Gut, die Federn sind immer gleich. Das sind Standardteile. T. Stoß. Querlenker. Hinten? Nee. Vorne. Vorne Querlenker. Ja, hier. Ja, wie gesagt, da gibt es. Bei Querlenker gibt es vorne und hinten, aber bei McPherson eben nicht. So, zwei, dann brauchen wir Feder. Zweimal, aber jetzt weiß ich nicht, ist das Domlager oder ist das. Das ist ein Domlager, okay, von der Abbildung her. Vertrauen wir mal der Abbildung, zweimal. So. Okay. Denn. Feder zusammenbauen. Zerlegen bauen wir nicht, weil. Ja, ihr wisst ja, wir machen alles neu. Und das kriegt den gleichen Preis, wenn ich das so verkaufe, dann hier, wie das andere auch. Weg mit dir. Ja. Knarz. Es müsste so ein Geräusch machen hier, so irgendwie, wenn das hier das Ding spannt oder entspannt. So. Dann Plus. Ein Plasses Plus. So, andere Seite bitte. Ne, nicht Lagerbüchse.
der Herr, jawohl, 100%. So, der Motor fehlt. Uns hat jemand den Motor geklaut. Nee, Quatsch natürlich. Den haben wir am Motorständer hängen. Was? Nein, falsch. I wollte ich drücken. Weil jetzt kommen die alten Dinger hier weggeschmissen hier. So. Also verkauft halt. Die kommen ja auf den Schrottplatz verkauft. Wäre ja lustig, wenn man dann so Teile findet, die man dann verkauft hat, ne? Auf dem Schrottplatz. So, jetzt gucke ich mal wieder ans Telefon. Ja, jetzt kommt wieder ein Erfahrungsauftrag rein und dann, ja, müssen wir nochmal pausieren hier. Ne. So, weg mit euch. Ja, Leute, jetzt sind es wieder eine halbe Stunde geworden, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem wieder Spaß, genauso wie ich. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, würde euch gerne das nächste Mal wieder begrüßen hier beim CMS. Ja, tschüss, sagt euer Legolas.